Hallo, ich bin Christa und möchte euch heute zeigen, wie ich meine Weihnachtsgeschenke verpacke. Und zwar versuche ich Geschenkpapier zu vermeiden, weil es erstens beschichtetes Papier ist. Sehr häufig sind die Papierrollen in Plastik eingepackt. Gleich einmal zu den Stoffen. Warum bin ich auf die Idee gekommen, das mit Stoffen zu machen? Weil es einfach eine sehr abwechslungsreich ist, kreative Art und Weise ist, Geschenke zu verpacken, und jeder hat irgendwelche Stoffreste zu Hause. Alte Bettwäsche, ein Tischtuch, ein Stoffrest, eine Hose, die niemand mehr anzieht, ein Leiberl, ein Tuch. Wo ich noch Wert drauf lege, auch keine Geschenkbänder zu kaufen. Ich habe mir zum Beispiel aus einer Filzwolle Bänder gehäkelt, einfach mit Luftmaschen, das geht unheimlich schnell, und das dann in der Waschmaschine gefilzt. Wie die meisten Menschen oder viele Menschen unter uns dekoriere meine Geschenke ganz gerne. Das mache ich mit Naturmaterialien, die man bei jedem Spaziergang findet. Das ist eine japanische Technik, die heißt Furoshiki, und die Japaner verwenden das schon lange Zeit, um ihre Geschenke zu verpacken. Ihr braucht dazu ein quadratisches Stück Stoff, die beiden Zipfel zu einem Knoten, die beiden anderen wird ebenfalls ein Knoten gemacht, noch einmal ein Knoten, damit das hält, und die zwei Zipfel werden dann da unten versteckt, und aus den beiden kann man eine Masche machen. Eine andere Idee, die ich hatte, war, ein paar Socken zu verschenken, und da habe ich den Socken selbst als Verpackung benutzt. Für die Verpackung dieser Weinflasche habe ich aus einer alten Legging ein Bein abgeschnitten. Zu guter Letzt noch ein Tipp, um selber Geschenkbänder zu machen oder um auch einen Geschenkanhänger anzuhängen. Das ist eine Schnur, die ich aus Zeitungspapier gedreht habe. Anleitung dafür findet ihr bestimmt im Internet. Jeder hat sicher zu Hause alte Kartenspiele, die nicht mehr vollzählig sind. Die werden einfach gelocht, beschriftet und dann angehängt. Das Schöne am Verpacken mit Stoffen und Stoffresten ist für mich, dass derjenige, der beschenkt wird, wenn er das Geschenk auspackt, die Verpackung nicht zerstört, sondern sie wiederverwenden kann, seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Er kann sich was draus nähen oder irgendwas anderes draus machen. Ich finde, es schaut da wirklich sehr nett aus. Ist ein richtiger Blickfang unter dem Christbaum. Ja, es bleibt mir nur noch, euch viel Freude beim Verpacken und Beschenken zu wünschen. Danke.